Wechseln auch Sie zur ErzNet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur ErzNet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Zuschauer. Ich freue mich, Sie an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen zu einer aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Die aktuellen Veranstaltungshinweise und Ausflugstipps für das Sendegebiet und für die kommende Woche haben wir für Sie im Gepäck. Der erste Veranstaltungshinweis lädt gleich zum Feiern ein. Das Jubiläums-Sommerfest 365 Jahre Oberneuschönberg findet vom 18. bis zum 20. August für Groß und Klein auf dem Festplatz statt. Das Fest startet am Donnerstag um 20 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung in der Kirche Oberneuschönberg. Am Freitag steht dann Rock'n'Roll auf dem Plan. Ab 20 Uhr spielen die Firebirds und fordern jeden auf, das Tanzbein zu schwingen. Am Samstag, 20. August, steht ab 14 Uhr alles ganz im Zeichen der Familie. Der Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen. Ab 19 Uhr startet die zweite Oberneuschönberger Oldie-Nacht mit Bauerplay, Night Dance und CM Project. Ab 18 Uhr ist Einlass und Karten hierfür, die gibt es im Vorverkauf für 10 Euro und an der Abendkasse für 13 Euro. Ein Angebot für alle Schnäppchenjäger ist das Wochenendticket, was für 20 Euro erhältlich ist. Gekauft werden können alle Karten an mehreren Vorverkaufsstellen, die wir für Sie angepinnt haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oberneuschönberg.de. Folgende Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Grüntaler Sommer statt. Vor 15 Jahren wurde in Olbernhau der Verein Ring der europäischen Schmiedestädte gegründet. Den feierlichen Abschluss des Jahrestreffens dieser Vereinigung bildet am 20. August ein Berg- und Hüttenaufzug mit erzgebirgischen Berg- und Hüttenknappschaften durch Grüntal. Ja, wer dabei sein will, der muss sich am 20. August um 20 Uhr in der Seigerhütte einfinden. In bergmännischer Kleidung und im Fackelschein wird Gästen aus 12 Ländern das erzgebirgische Brauchtum gezeigt. Unser Blick richtet sich nach Gurnau. Das Schul- und Heimatfest im Ort wird vom 13. bis zum 21. August zelebriert. Und da fahren die Gurnauer auf. Über eine Woche wird hier ein buntes und umfangreiches Programm geboten. So umfangreich, dass wir Sie darauf hinweisen, sich den Flyer mitsamt den einzelnen Programmpunkten anzuschauen. Online ist das möglich auf www.gurnau.de und egal ob für groß oder klein, es ist für jeden etwas dabei. Ob Kultur, Geistliches, Unterhaltung, Sport, Musik, Kulinarisches, etwas fürs Auge und vieles, vieles mehr. Schauen Sie einfach mal vorbei, wenn Gurnau sich ganz besonders herausputzt und seien Sie Gast zum Schul- und Heimatfest und besorgen Sie sich jetzt schon mal eine Festplakette. Wie gesagt, www.gurnau.de, einfach mal nachschauen, geht ganz einfach. Wir wünschen viel Spaß. Auch in der Baldauvilla in Marienberg geht es wieder rund. Am 21. August kann dort das Garteneisenbahnfest besucht werden. Möglich ist dies von 14 bis 18 Uhr. Und durch den Vorgarten der Baldauvilla dampft und zischt die Lehmann-Garteneisenbahn. Außerdem gibt es eine Überraschung für alle kleinen und großen Märchenfreunde. Der Märchenerzähler Oyano entführt die Zuhörer in ein kleines Waldhäuschen zu einem merkwürdigen Gesellen, dessen Namen niemand weiß. Neben all dem Spaß und der Spannung ist selbstverständlich für ihr leibliches Wohl bestens gesorgt. Von kleinen dampfenden Eisenbahnen ja nun zu großen Maschinen. In Seifen findet das alljährliche Goldwing-Treffen vom 18. bis zum 21. August statt.
Geboten wird ein buntes Programm rund um die mächtigen Reisemotorräder. So fahren die Goldwings am Freitag bei der immer gut besuchten Lichterfahrt durch Seifen. Start dieser Lichterfahrt ist um 20.45 Uhr am Hotel Ahornberg. Ab 22 Uhr gibt es dann im Festzelt Musik auf die Ohren. Auch Samstag wird den Motorradbegeisterten ordentlich was geboten. Neben Ausfahrten gibt es abends wieder ein Programm mit DJ und 23.30 Uhr ein großes Feuerwerk. Die lassen es richtig krachen. Die Bergstadt Marienberg feiert. Die Stadt begeht gleich mehrere Jubiläen. Das Bergmagazin, der Pferdegöbel auf dem Rudolfschacht und die Stadthalle Marienberg feiern ihr 10-jähriges Bestehen. Das Bergmagazin feiert am Freitag, den 19. August, sein Jubiläum mit jeder Menge Kultur. So gibt es ein Kinderprogramm in der Bibliothek und von 18 bis 20 Uhr ein Konzert mit der Album Bluegrass Band aus unserem Nachbarland. Anschließend können Sie im Museum einer szenischen Lesung beiwohnen. Auch die Stadthalle Marienberg lässt sich feiern. Dies startet um 11 Uhr mit einem bunt gemischten Kinderprogramm im gesamten Haus. 14 Uhr ist dann das tschechische Marionettentheater mit Aschenbrödel zu Gast. Ab 15.30 Uhr bietet sich ein buntes Programm für alle Gäste, die von deutschen und tschechischen Vereinen gestaltet wird. Am Sonntag, da geht es dann im Pferdegöbel in Lauta weiter. Der 8. Mineralientag in Marienberg mit einer Sonderausstellung kann von 10 bis 17 Uhr besucht werden. 11 Uhr wird eine Führung durch den Göbel angeboten. 13 Uhr und 14.30 Uhr gibt es dann außerdem noch Schauvorführungen mit den Pferden. Und ab 15.30 Uhr wird den Besuchern ein Open-Air-Konzert mit der Pobershauer Blaskapelle geboten. Liebe Zuschauer, das sind reichlich Informationen. Nachlesen können Sie das Ganze und vor allem die einzelnen Geburtstagsparty-Veranstaltungen gern nochmal auf www.marienberg.de. Also meine lieben Zuschauer, wenn ich das so sehe, kommen wir aus dem Feiern am kommenden Wochenende überhaupt nicht mehr raus. Denn in Pobersau findet wieder das traditionelle Sommerfest der Pobersauer Vereine statt. Und das vom 19. bis zum 21. August. Der Freitagabend wird mit Open-Air-Disco mit den Club-Bangers eingeleitet. Am Samstag, den 20. August, da kommen alle Oldtimer-Freunde voll auf ihre Kosten zum Oldtimer-Treffen auf dem Böttcher-Gelände. Der Schießverein Pobersau, der veranstaltet ein Biathlon-Schießen. Ja, und um 20 Uhr gibt es dann wieder etwas auf die Ohren mit Anna and the Rocks. Der Sonntag hingegen, der beginnt etwas ruhiger mit einem Zeltgottesdienst. Außerdem ist auf dem Festplatz das internationale Klöppeltreffen anzutreffen. Für die Kleinen ist dies ein großer Tag, denn das Kinderfest hat hier einiges zu bieten. Ob Hüpfburg, Kletterwand, Basteln, Vogelschießen oder noch eine Menge anderer Dinge. Hier ist für jeden etwas dabei. Tja, meine Lieben, das war es schon von MEF Kompakt, zumindest für dieses Mal. Unsere Sendezeit ist rum, nichtsdestotrotz freue ich mich, Sie das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bevor ich Sie allerdings entlasse, verrate ich Ihnen noch, wo Sie die Hinweise zu den Blitztipps finden. Auf www.mef-line.de natürlich und auf unserer Videotexttafel 112. Sie haben die Sendung verpasst? Kein Problem, Sie sehen MEF Kompakt 9-mal täglich. Die Sendezeiten, die finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Und wenn Sie einmal dort sind, dann surfen Sie doch gleich mal ein bisschen durch unsere Online-Mediathek. Und auch auf YouTube und Facebook sind wir zu finden. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und denken Sie immer daran. Egal, was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Machen Sie es gut. Wechseln auch Sie zur Erznet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen.
Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur Erznet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.